Moin. An die, die hier auf diesem Kanal gerne als Zuschauer manchmal auch mich belächelnde Zuschauer sehe oder höre oder lese. Ja, machen wir es kurz. Ich bin mit meiner Wünschelrute unterwegs. Ja, ich kann die jetzt nicht richtig halten, weil ich in der linken Hand auch meine Kamera halten muss. Aber so ähnlich geht es mir momentan. Oha, das geht aber voll nach hinten hier. Guck mal hier, ganz an meinen Körper jetzt. Ja, ich habe eine Wünschelrute. Die führt mich jetzt hier hin. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Da. Das möge mal einer mit seinen Händen nachbauen. Ein Vogelnest. Und zwar war das in der Dachrinne. Bis der Vogel wohl heute Morgen gemerkt hat, oha, da könnte ich ja ganz leicht zum Flutopfer werden. Also, wie filigran das gebaut ist, vor allem aus was für Material, das ist wie Kokosfaser hier, aber wo kommt die her? Sagenhaft. Muss man erstmal machen. Erstmal nachmachen. Ich bin ja jetzt dazu übergegangen, C zu ignorieren. Das hatte es eh schon verdient. Oh, scheiße, das war wieder zu viel gesagt. Nein, aber jetzt ist ja U. Und wenn ihr mich fragt, halte ich diese Gefahr für wesentlich größer. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass es schlimm werden wird oder schlimm werden könnte. Aber ich habe heute ein bisschen rumgeguckt. Es vermehren sich jetzt wieder die Stimmen. Man soll vorsorgen. Ja, vorsorgen. Leicht gesagt. Leichter gesagt als getan. Ja, wir sammeln auch so ein bisschen was. Aber ich glaube, über 14 Tage würden wir nie rauskommen. Also, Dosen und Trockensachen. Reis, Linsen und sowas. Ja? Kohlenhydrate, Eiweiß oder meine Mahlzeit, die sich lange hält. Sollte man sich hinlegen, sollte man was von haben. Aber das kann einen auch in der falschen Sicherheit wiegen. Es gibt Profis auf diesem Gebiet, die gehen so weit würden wir gar nicht gehen können, das können wir gar nicht bezahlen. Ne? Das ist ja auch alles eine Geldfrage. Und es ist eine Sache, mache ich mir mit diesem Aufstocken von Lebensmitteln vielleicht auch selber das Leben schwer? Mache ich mir zusätzlich Angst? Angst ist immer schlecht. Das heißt nicht immer schlecht. Aber Angst kann im fortgeschrittenen Stadium wirklich krank machen. Ne? Und ich kann nur sagen, legt euch ein bisschen was hin. Ja. Und vertraut auf eine gewisse Restvernunft, die vielleicht doch irgendwann noch einkehrt, obwohl ich da fast die Hoffnung verloren habe. Das sind momentan Zeiten, da hätte kein Mensch mit gerechnet. Ich schon gar nicht. Und diese Zeiten werden regiert von Leuten, die man eigentlich in diesen Positionen, in denen uns
für uns entscheidenden Position sich nie hätte vorstellen können, auch nicht im Entferntesten. Ja? Aber das, was uns als Demokratie dargeboten oder ja, man kann auch sagen verkauft wurde, ist, zumindest eine mit erheblichen Mängeln behaftete Regierungsform, würde ich mal so meinen. Weil sie eben nicht die Demokratie, so wie sie uns sich hier darstellt, als Parteiendemokratie, ja, nicht falsch verstehen, weil sie ganz eben nicht die Besten an die Spitze spült, sondern die angepasstesten Parteisoldaten. Und das ist die große Gefahr. Die können strunzdumm sein. Sie müssen nur überall mitgemacht und überall mit abgestimmt und überall genickt haben. Und schon war es das mit der Bewerbung. Die sind durch. Dann kommt dazu, dass das Naturrecht, also das Recht, was jedem Lebewesen zusteht, sich nämlich so zu entfalten oder entfalten zu können, wie es ihm die Natur zugestanden hat oder zugeteilt hat, dass das Naturrecht völlig außer Kraft ist. Völlig außer Kraft ist. Überbewertet wird das, was wir als Kultur bezeichnen. Wir haben quasi der Natur unsere Kultur übergestülpt. Ja? Dass das darunter quasi gar kein Licht mehr kriegt und gar nicht mehr im Blickfeld ist. Ja? Dabei haben wir das Naturrecht. Das steht uns als Menschen zu. Das kann uns keiner nehmen. Das ist das, was der religiöse Mensch als Gott gegeben bezeichnen würde. Muss er aber auch nicht. Er kann es auch einfach als Naturrecht sehen. Ja? Und das sehe ich jedenfalls immer noch dem Kulturrecht als Naturfolger quasi übergeordnet ist. Nur, erzähl das mal einem. Der lacht dich aus. Ja? Das nur mal so als kleines Ding. Also, haltet ein bisschen Vorrat. Das kann man, auch wenn man es nicht braucht, man kann es ja immer noch wieder verwenden und essen. Ja? Es gibt ein bisschen Sicherheit. Auch wenn es nur mal eine Woche oder anderthalb Wochen, zwei Wochen halten sollte. Immerhin, diese Zeit hat man gewonnen. Wäre so mein Tipp. So, und jetzt mal hier zu meiner Wünschelrute. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Ich wollte, glaube ich, mal, als wir hier gebaut haben, mal Wasser suchen damit. Sieht man das hier? Ne, man sieht es nicht. Doch, da. Man hält die also. Ja, ich kann das schlecht zeigen. So, und dann läuft man damit durch die Botanik. Und ihr werdet das nicht glauben. Das Ding schlägt aus wie wild an bestimmten Punkten. Nur, ich mache jetzt gar nichts. Ich drehe da gar nichts dran. Ich kann da gar nichts dran drehen. Das macht das ganz alleine. Ja? Nur, ich kann das nicht deuten. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Na, oh, jetzt geht das wieder nach rechts. Ich habe nichts gemacht. Ja, und wenn ich jetzt laufe, ist das immer schlimmer. Also schlimmer, extremer. Ist schon interessant. Also, da wüsste ich gerne mehr drüber. Und ich wüsste auch gerne, wie ihr zu der ganzen Sache hier steht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
So, danke. Und tschüssi. Ach, irgendwann muss ich auch noch mal Motorrad fahren demnächst. Wetter soll ja gut werden. Tschüss.